Ja, schönen guten Abend, freue mich sehr, hier zu sein. Und ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, meine Damen und Herren, dass Sie überhaupt hergekommen sind. Das ist bei mir derzeit nicht selbstverständlich. Ja, ich war in den 80er Jahren an einem bayerischen Gymnasium. Wer weiß, was noch alles über mich rauskommt. Ich habe keine Ahnung mehr, was mit 17 meine politische Gesinnung war. Aber eines ist sicher, ich wusste nicht, wo rechts und links ist. Allein schon, weil wir so viel gesoffen haben. Oben und unten war schwierig genug. Und im Vollrausch hat man natürlich die besten Ideen. Die haben wir dann mit einem grenzenlosen Selbstbewusstsein durchgezogen. Und wenn es schief ging, haben wir uns später an nichts erinnert. Heute würde ich sagen, ich war ein typischer CSUler. Aber es geht ja noch weiter mit den Jugendzünden. Was ich als junger Kabarettist auf der Bühne erzählt habe, also damals war politisch inkorrekt gleichbedeutend mit lustig. Ich habe Witze gemacht, die gelten heute als Terroranschlag. Wenn das Material irgendwann auftaucht, die holen mich ab zur Steinigung mit veganen Buletten. Privatleben ist auch nicht besser. Ich habe Kinder. Das heißt, ich muss irgendwann mal eine Frau sexuell angegangen sein. Und zwar so heftig, dass sie davon schwanger wurde. Und das ist genetisch nachweisbar. Also wahrscheinlich sehen wir uns heute zum letzten Mal. Andererseits frage ich mich, was ist eigentlich eine Jugendsünde, wenn es nur noch Jugendliche gibt? Die Gesellschaft überaltert, trotzdem haben wir immer weniger Erwachsene. Man schaut sich mal um. Alle tragen Turnschuhe, alle werden geduzt und Mick Jagger ist gerade 80 geworden. Oder nehmen Sie den Ingo. Jahrgang 1967. Vor Zeiten hätte man gesagt, ein gesetzter älterer Herr. Die Midlife-Crisis hinter sich, die Rente fest im Blick, Sonntagstanztee im Café Ludwig. Aber was sehen Sie? John Travolta. Ein junger Hengst in vollem Saft. Botox wird ihn altern lassen. Früher ging es in seinem Lebensabschnitt auf den Rollator zu, bei ihm ist es das Skateboard. Und seit es E-Bikes gibt, ist ja gar kein Halten mehr. Ich habe im Sommer eine Fahrradtour gemacht auf dem Elbe-Radweg. Einmal kam uns eine Gruppe Senioren entgegen, 30, 40 Leute, alle auf E-Bikes. Das können Sie sich nicht vorstellen. Es war wie ein Meteoritensturm. Nur unkontrollierter. Man ist ja schlimm genug, wenn Sie mit 90 noch Auto fahren. Aber auf dem E-Bike muss man das Gleichgewicht halten. Mindestens die Hälfte waren Pflegefälle. Und es waren keine Liegefahrräder. Was soll ich sagen? Wir haben uns in den Fluss gerettet. Alte Menschen galten mal als Weise. Die saßen nicht auf dem Sattel, sondern im Lehnstuhl und haben kluge Sachen gesagt. Aber wer gilt denn heute noch als Weise? Angenommen, Sie hätten eine Gewissensfrage zu klären. Sagen wir, Lidl macht Ihnen ein Angebot. Wenn Sie 2 Zentner Billigfleisch essen, retten wir einen Flüchtling. Wen würden Sie fragen wollen? Da sagen 80% Google und 20% Richard David Precht. Also entweder eine künstliche Intelligenz oder eine Suchmaschine. Aber es fragt ja eh keiner mehr, weil die Jungen sich schon für die Weisen halten und die Alten für die Deppen, die den Planeten kaputt gemacht haben. Wer sich selbst zur letzten Generation erklärt, beansprucht für sich Einmaligkeit in der Weltgeschichte. Das ist ein Selbstbewusstsein, dagegen ist Markus Söder eine Kammerzofe. Bislang hatten wir Altersweisheit und Jugendsünde. Und inzwischen ist es umgekehrt. Jugendweisheit und Alterssünde. Auch wenn man sein Leben lang in einer Höhle gewohnt hat, sich ausschließlich von Fußpilzen ernährt und die einzige Lichtquelle war ein Glühwürmchen, mit über 50 sind sie Klimaschänder. Da können sie auf dem E-Bike herumtaumeln, so viel sie wollen. Ich empfinde mittlerweile schon Flugscham, wenn ich den Rettungshubschrauber sehe. Die 20-Jährigen dagegen, geboren in einem voll elektronischen Kreissaal, dann Babyphone, Playstation, Schule mit WLAN und digitales Fernstudium in Tokio, Klimaretter. Und das ist doch ein moralischer Kompass, mit dem man arbeiten kann. Es geht immer mehr um künstliche Intelligenz. Wenn ein selbstfahrendes Auto jemanden überfährt, wer ist schuld?
Und dann schaut man einfach auf das Alter des Besitzers. Und wenn das der Ingo ist, dann übernehme ich danach die Sendung.